Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Binding of Isaac. Und was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, ist das ist wieder T-Lemon Monster. So, sorry, ich bin kurz ans Mikrofon gekommen. So, Maus ist auf dem Bildschirm und dann kann es weitergehen. Wir haben ein paar Münzen. Die letzte Folge war nicht so super. Wir haben kaum Schaden und so weiter und so fort. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal ins Casino und versuchen noch irgendwas geschissen zu kriegen. So, da kriege ich nichts. Hier. Zwei Bomben. Ja. Ja, das ist ganz nett. Und eine Fliege. Die habe ich mir schon immer gewünscht. Eine Fliege. Wie schon in der letzten Folge. Aber hier wieder nichts. Eine Fliege. Böse Fliege. Geld. Na komm. Oh, oh. Ja, das. Oh, hab gedacht, die Bombe reißt den Typen mit. Oh, bitte, ich will das Item, ich will das Item, ich will. So Leute, schreibt es jetzt in die Kommentare. Welche Seite? Nein. Das da. Nein! Jetzt reicht's mir! Oh. Oh, hat trotzdem geklappt. Friends till the end. Oder so ähnlich. So. So, du wirst sterben. Hab wieder ein bisschen Geld bekommen. Toll, und ich habe den Automaten in der letzten Folge da unten gesprengt. Ja, so läuft das. Aber jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Geld, wenn wir jetzt noch mehr kriegen. Für den Shop. Das kann natürlich auch sein. So. Hier. So, und wenn diese Gegner jetzt hier ins Feuer springen, seht ihr vielleicht unten. So, habt ihr da gerade gesehen? Das Ding ist in meine Pfütze ge. Ah, ich hätte vielleicht mal drauf anlassen kommen. Weil wenn die Dinger ins Feuer springen, dann kriegen die einen epileptischen und brennen und dann sind die noch stärker. Warum die stärker sind, wenn sie brennen, weiß ich nicht, aber gut. Ach, nehme ich diesen Scheißschädel mal mit. Weiß zwar nicht genau, was der bringt, aber gut. Chop, 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 chubbity, chop, chop, die chubbity. Chop. Nein. Man kann ihn füttern. Und zwar, guckt euch das mal an. So. Er kann nämlich Bomben schlucken. Und dann kriegt er schön Schaden. Na komm, Chubby. Hast du Hunger? Ja. Nein. Böser Chop. Böser Chop. Böser Chop. So, eine Bombe, das war's jetzt. Komm her. Und du auch. Perfekt. Ich weiß. Bin ich noch schneller, glaube ich. Ah, der Pakt. Oder dieses. Die Windmühle nenne ich das. Es sind beides Damage Up. Aber. Die Frage ist, ich weiß nicht, welche stärker ist. Beide kann ich nicht nehmen. Ich muss mich für eins entscheiden. Und das mache ich jetzt auch. Ich nehme den Pakt hier. Boah, sehe ich böse aus, Alter. Like Emo, Alter, mit seinem Vogel, ey. Boah. Na gut, ab in die nächste Etage. Bin ja schon relativ weit. Hey, hier, ein Blümchen. Yo. Ist ein Kollegen mal passiert. Aber gut. Anderes Thema. Ja, Kollege, mach deine Kollegen einfach kaputt. Finde ich super. Oh. Das war knapp. Die Dinger machen ein Herz Schaden, nicht ein halbes, sondern eins. Man muss immer aufpassen, wegen den Stacheln. Man darf ja nicht einfach. Achso, Bomb and Keys. Ah, das war schlecht. Merke ich selber. Alter. Jetzt geht's hier aber los mit diesen Dingern. Aua! Boah, das war knapp. Er hat mir den Geheimraum geöffnet. Danke, Bombe. Yay, ein paar Münzen. Das ist ganz gut, wenn wir jetzt einen Shop finden und noch Schlüssel. Dann könnten wir. Oder war ein Herz, aber das brauchen wir nicht. Dann könnten wir vielleicht. Alter, wie viele fliegen? Ach, fliegen, sag ich schon. Ja, okay, das Ding macht eigentlich ganz gut Schaden, nur es ist halt ein bisschen klein, finde ich. Wie viele Spinnen natürlich, nicht fliegen. So. Und es braucht zwei Räume, um wieder aufzuladen. Oh nein. Oh nein.
Oh nein. Ich hasse die Dinger. Ich hasse die Dinger. Die Masken. Man kann die Masken nicht zerstören, nur die Herzen von denen. Und die ragen immer voll. Kriegen immer ihren Anfall. Und das gefällt mir gar nicht. Na komm. Ja, ich hab die Bombe extra geschubst, dass die noch ein bisschen näher dran ist. Und das Schlimme ist, diese Herzen, die halten auch ganz schön viel aus und. Alter, diese Räume, Freunde. Immer diese Räume. Die sind gar nicht nett zu mir. Oh! Oh, oh. So. So, da wurde jetzt die Tür aufgesprengt. Dann könnte ich theoretisch durchgehen. Aber wenn ich wieder rein will, dann ist der Raum nicht geklärt, sondern es fängt einfach wieder von vorne an. So, aber ich will ja in den Shop. Ach, ich habe immer noch keinen Schlüssel. Oh, oh, ein kleiner Miniboss. Das ist gar nicht gut. Komm her zu mir. Leute, ich glaube, ich werde sterben. Deadbird, schnapp ihn dir doch. Oh nein. Oh nein! Batsch, da wurde ich zermatscht. Ja, das ist der Endscreen, würde ich jetzt mal sagen. Hier unten sieht man, wie viele Items ich habe und so. Ja. Und ich würde sagen, die Zeit sagt, es sind nur 7 Minuten. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir nochmal ein Part mit Isaac. Fangen wir einfach nochmal von vorne an. So. Gut. Piu, piu, piu. So, Freunde. Jetzt ist es vorbei hier. Mal ja auch ein bisschen mehr Schaden. Peinlich hier. Ja, zu sterben. Oh mein Gott, geil. Schon gleich ein HP-Upgrade kostenlos bekommen. Nur ich muss mich dran erinnern. So. Geil. 3 HP-Upgrades bekommen. Ich bin jetzt zwar langsamer und fett, aber ich habe mehr Leben, Alter. Geiler Scheiß. 3 HP. Mehr HP. 3 HP-Herz mehr. In einer Runde und ich bin nicht mehr beim Boss. Ich glaube, mit Isaac habe ich irgendwie so ein bisschen Glück, ne? Hallo, Freunde. Ihr guckt mich so lieb an und blutet aus den Augen. Voll vertrauenserweckend und eure Körper laufen so, wie wenn man Hühnern den Kopf abschlägt. So, ab gegen den Boss. Hallo, Monstro. Du kleiner Schlawiner. Du wirst doch kein Problem für mich darstellen. Einer der leichtesten Gegner übrigens. Einfach immer ausweichen, dann hüpft er. Dann wieder ausweichen. Dann kommt er mal ein, zweimal hinterher. Okay, ich bin jetzt auch kein Neuling in dem Spiel hier. Am Anfang bin ich so oft verreckt. Ich konnte das Spiel gar nicht spielen und habe mir gedacht, hä, ich mach doch schon alles und so und ich trick's die noch immer aus und werde einfach trotzdem immer getroffen. Aber so, wenn man spielt dann und immer öfter spielt und so, dann hat man es irgendwann es raus. So, und er ist tot. So. Na, habt ihr daran gedacht? Oder wärt ihr runtergegangen? Ich hole mir jetzt kurz mein Herz. Und dann haben wir schon 6 Herzen. Heftig. Nach der ersten Ebene. Und dann brauchen wir nur noch Satan-Räume. Ich glaube, die Schuhe bringen entweder das. Nee, Speed glaube ich nicht. Oder Range, glaube ich. Ich weiß es nicht. Irgendwas. Range oder Speed. Wartet mal. Bam, 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 bam. Ich guck mal. Ja, da ist er. Hey, ein bisschen Geld mitnehmen kostenlos ist doch okay. Jetzt bloß nicht ins Feuer rennen, weil dann ist mein schönes Herz weg. So. Und jetzt schön hier an den Stachel vorbei. Und ab in die nächste Ebene. Yay! Und wir träumen von einer Kiste, in der wir ersticken. Voll Psycho der Junge. So, und da habt ihr gerade eine Animation gesehen, da wo das Herz dann so voll wird. So, und das ist ja genauso dumm wie die Taliban. Das ist einfach, darf man das sagen? Ich weiß nicht, wie die ganzen Terroristen
hast du dann so einen Gurt um dich und dann kannst du dich sprengen. Ich nehme das Item nur mit, ich setze es aber nicht ein, weil, also du verlierst ein Herz und die Gegner sehr wahrscheinlich ihr Leben, ich weiß es nicht. Oh oh, da, ich habe mich auf Feuer konzentriert. Was eigentlich dumm ist. Außer das Feuer da, weil das macht Aua. So, aber ich kann es auch gerne mal demonstrieren, wenn ich einen Gegner finde. Hamasa Samalaburo! Ja, hat mir ein Herz abgezogen und denen die Hälfte. So, das ist ein kleiner Mini-Boss, falls ihr das noch nicht bemerkt habt. Und den haben wir im ersten One haben wir den mit einem Hit sofort besiegt. Und hier braucht man halt ein bisschen länger. Aber das läuft auch schon. The Joker, the Joker. Nein! Mist. Ich glaube, die Karte jetzt, die ich gerade habe, die macht magische Schüsse oder so. Also, dass die Gegner da verfolgen. Glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. So, weil wir so viel Herzen haben, gehen wir jetzt hier mal rein. Hallo. Spinnen. Yay. Genau das wollte ich. Und jetzt nochmal spinnen. Nein, eine tolle Lullbombe. So, ein Herz versagt gegen ein Herz, Alter, jetzt geht's hier aber los hier. Ein Herz gegeben für zwei Spinnen und eine tolle Lollbombe. Na komm. So, aber wenigstens. Alter, ich habe so ein Glück, aus einem Scheißhaufen so ein Ding zu bekommen. Warum habe ich mit Isaac so viel Glück und mit Eve oder so? Hieß ja Eve, ne? Ja, so Pech. So, ich glaube, die Viecher. Kann man sogar knuddeln. Nicht, wenn sie gerade explodieren. Oh, komm her. Oh, du alter Beule, du. Du siehst hier, wie der Typ aussieht. So, trotzdem habe ich Schaden bekommen, nicht schlimm. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Sieht immer einfach aus, aber ist eigentlich gar nicht so einfach. So. Telepill. Yay. Super, jetzt bin ich wieder beim Anfang. Ja, fast. So, das sammeln wir noch nicht ein. Hansa, pass auf. So, aber ich glaube, ups, da bin ich ans Mikro gekommen, Entschuldigung. Wer muss der hier sein? Ja, da oben war er. Hallo. Einmal einkaufen. Ich brauche eine Münze, dann kann ich in den Shop. Komm bitte, Feuer, gib mir eine Münze, gib mir eine Münze. Nein! Ach, Mist. Shit. Ich will in den Shop. So, ich guck mal kurz, ob hier oben vielleicht der Geheimraum ist. Der Supergeheimraum, ja. Der Small Walk. Er ist da oben. Ich glaube, das macht manche Schüsse. Ist. Abwarten kurz. Ich glaube, mancher Schuss ist vergiftet und vergiftet dann einfach den Gegner. So. Oh nee. Okay, der ist nicht so schlimm wie die anderen. So, aber erstmal. Oh. Wow. Freunde, Freunde, Freunde hier. Geht's hier aber los. Aua. Mist. Ja, da. Habt ihr gesehen? Er ist vergiftet. Och, ich konzentriere mich gar nicht gerade. Wir haben so viele Herzen und verkacken trotzdem. Aber gut. Oh, oh. Ja, jetzt ist er eigentlich einfach. Okay, der hat mir wieder so ein Cube auf Meat gegeben. Soll auch eine Anspielung an einen Super Meat Boy sein. Ja, aber wir haben leider immer noch keine Münze und die kriegen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Ne, müssen leider runtergehen. Oder noch. Oh, ihr habt vielleicht dran gedacht. Ich zum Glück auch noch. Ich Vollidiot, ey. Hier liegt ja noch was. Aber wenn man immer redet dabei und so, dann ist das manchmal echt. Dann wird man vergesslich. Denkt man nicht dran. So. Yay, ach, der gleiche Traum. Yay. So. Weil wir jetzt so viele Herzen haben, haben wir einen Account freigeschaltet. Und
zwar Maggie oder McLean, keine Ahnung. So, und das Herz. Das ist ein cooler Freund eigentlich. Hey Kumpel! Na, läuft bei dir? Glaub. Komm schon, gib mir den Scheiß. Gib mir irgendwas Teuflisches. Nur weil wir es brauchen. Das Herz, also das Ding, verwandelt ein richtiges Herz in 3 Bulletproof-Herzen, sag ich jetzt mal so. Alter, jetzt sind wir fett, hässlich, pickelig und um uns drum. Wir sind so fett, wir haben unsere eigene Schwerkraft, Alter. Wir haben unsere eigene also Anziehungskraft. Um uns drum sind schon Planeten, ey. So fett sind wir. Oder so viel wiegen wir. Wie ich diese Gegner hasse, hasse, hasse. Wow, boah, das war knapp, ey. Na komm. So. Na? Oh, die Dinger sind auch scheiße. Ich töte erstmal das Ding in der Mitte. So, bei dem ist das egal. Bei denen hier. Oh, der war knapp. Na komm, verreck bitte. So. Perfekt. Oh ja, die sind auch toll, die Viecher. Ich hasse die. Man braucht eigentlich nur stehen bleiben, aber die fliegen halt überall rum und dann trifft man sie mal nicht. So, aber das haben wir auch. Zack, Geld. Und jetzt, wenn wir jetzt einen Shop finden, dann können wir auch da rein. So. Ah ja, genau, ich habe gar nicht gesagt, man kann Blöcke sprengen, dass die über Hindernisse drüber kommen und dann kommt man zum Beispiel an den Typen gerade. Ja, genau, Leute. Ja, habe ich jetzt 2 Herzen deswegen verloren? Leute, erklärt mir mal, wenn diese Bomben-Junkies auf einen zurennen und wenn die dich berühren, dann explodieren die. Was willst du dagegen machen? Das ist ein Selbstmordraum, Alter. Da kannst du gar nichts gegen machen. Na gut, wir haben immer noch 3 Herzen. Immer noch besser als nicht. So, auf die Fliegen muss man aufpassen hier. Die tun einen weh. So, na komm, Freunde. Gib den Geist auf. So, eine Pille. Was war das nochmal? Keine Ahnung, ich hole sie mir trotzdem. Und wir haben den Supergeheimraum geöffnet. Geil, Telepille war das. So. Ja, für irgendeinen Scheiß. Telepille. Oh, und sind in einem anderen Geheimraum. Wie cool ist das denn? So, und da hinten ist noch der Shop, deswegen gehen wir nochmal nach hinten. Und dann müssen wir andersrum gehen. Weil ich das Selbstmordkommando nicht haben will. So, 24 Cent haben wir. So, aufpassen hier und dann zack da rein. Oh! Heute sind wir im Angebot hier. Eine Karte für nur so wenig Geld. So, nehmen wir dich mit, dann nehmen wir dich noch mit. Was hat's gebracht? Ach so, nichts. Ich bin nur behindert. Jetzt bin ich behindert, fett, hab überall Alter an meinen Kollegen. Ach, an meinen Kollegen, sag ich schon. An meinen Körper, Kollegen. Komm, hab Alter an meinen Kollegen. Bäh. Und ich hab meine eigene Anziehungskraft. So, perfekt, oder? Bin ich nicht hübsch? Ich bin wunderschön. Ja, okay. Dann geht's jetzt auf zu dem Boss. Oh Mann, und bitte gib mir ein Warte, ein Dingsraum. Oh, das Ding ist aggro, Alter. Das ist aggro. Das schwirrt überall rum und überall Fliegen und Spinnen und oh, Leute. Naja, ich hab's mindestens ein bisschen vergiftet. Na komm, ja, wieder vergiftet, sauber. Oh ja, du Scheiß-Kackspinne. Freunde. Ist doch nicht normal hier. Kackspinne. Na komm, du musst doch mal irgendwann drauf gehen, danke. Mann, wieder nur 3 Herzen. Na komm. Ah, jetzt haben wir irgend so eine Scheiß-Dings da zurückgekriegt. So. War das jetzt wieder ein HP-Upgrade?
Timer ist abgelaufen. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Und wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, natürlich. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss.